Tim, mein lieber Sohn, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber es gibt da dieses Geheimnis, dass die Männer in dieser Familie durch die Zeit reisen können. Wow. Tim, cremst du mir den Rücken ein? Oh nein, okay, stopp. Und wie könnte ich... Du gehst irgendwo hin, wo es dunkel ist, denkst an den Moment, der es sein soll und schon bist du dort. Tim, cremst du mir den Rücken ein? Oh ja. Das habe ich drauf. Schon eine Idee? Es wäre genial, wenn es mir helfen könnte, eine Freundin zu finden. Wow. Wahnsinn. Ich bin Tim. Ich bin Mary. Meine Mutter heißt Mary. Ich erinnere dich an deine Mutter? Das war wohl nicht gut genug durchdacht. Ich bin Tim. Mary. Du hast schöne Augen. Und alles andere an deinem Gesicht ist auch schön. Und weiter unten habe ich noch gar nicht hingesehen. Ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und ziehe meinen neuen Pyjama an. Und in einer Minute kannst du reinkommen und ihn mir ausziehen. Nächstes Mal wird es bestimmt besser sein. Meine Güte. Das war gut. Manche versieben es ja beim ersten Mal total. Amateure. Das ist Mary. Gott, bist du hübsch. Oh, nein, das ist nur... Ich habe so viel Wimperntusche und Lippenstift drauf. Darf ich mal sehen? Oh, ja, gut. Du musst sehr vorsichtig sein, wenn du das machst. Die Sache mit dem Schmetterlingseffekt, das kann auch ganz schnell mal in die Hose gehen. Es ist so schön, dich zu sehen. Wir sind uns noch nie begegnet. Oh nein. Jeder Tag bis zum gestrigen ist verloren. So wie für alle anderen auch. Und was jetzt? Keine Ahnung. Du darfst es nur nutzen, wenn du genau weißt, dass dein Leben dann so wird, wie du es dir vorstellst. Mein Sohn. Mein Dad. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Das wirst du. Mein ganzes Leben hängt davon ab. Obwohl es nicht so dramatisch ist, wie es sich anhört. Du kannst weder Hitler töten, noch die schöne Helena vögeln, bedauerlicherweise. Haben wir diese Unterhaltung schon mal geführt?